Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Wort des Tages. Ich bin heute an einem besonderen Ort. Ich bin vorhin 85 Stufen in unserem Kirchturm hinaufgeklettert und bin jetzt hier direkt bei unseren Glocken angekommen. Ich habe vorhin gemerkt, wie gut mir das tut, hier oben zu sein und von oben einmal auf unsere Stadt zu blicken. Auf unseren Kirchplatz, auf das Haller Herz, auf die Menschen, die ja nur noch vereinzelt durch die Straßen gehen können. Und ich habe dabei gemerkt, wie sehr ich dabei zur Ruhe kommen konnte, weil ich es endlich mal geschafft habe, die Perspektive zu wechseln. Raus aus diesem Wirrwarr rund um Sorgen, Ängste und Kontaktverbot. Und ich habe auch gemerkt, wie ich dabei innerlich zur Ruhe kommen konnte. Ich wurde frei, ein Gebet zu sprechen. Und das tat so gut, die Hände zu falten und mit Gott zu sprechen und ihm zu sagen, ich habe meine Sorgen. Ich sorge mich um meine Verwandten, die zur Risikogruppe gehören. Ich sorge mich um meinen Freund, der einfach nicht mehr weiter weiß. Ich sehe, dass das Virus sich in Afrika ausbreitet und male mir in Gedanken aus, was das bedeutet. All das, was auf meinem Herz liegt, sage ich Gott. Und ich spreche aus, bitte Gott, hilf. Ich vertraue dir. Ich mache euch Mut, in diesen Zeiten auch so einen Ort aufzusuchen. Das muss jetzt kein Turm sein wie unser Kirchturm. Das kann ein Moment sein, in dem ihr innehaltet. Eine Minute mit geschlossenen Augen, ein Moment beim Musik hören, in dem ihr es schafft, einmal bewusst zurückzutreten aus all den Gedanken, die euch nicht loslassen wollen. Um dann zu spüren, Gott lässt euch nicht los. Mir gibt das heute Kraft, dieser Gedanke, dass ich gleich die Stufen wieder heruntergehe und wieder ankomme in den Herausforderungen, die unten auf mich warten. Wisst ihr, welcher Gedanke mich heute besonders trägt? Diese Vorstellung, dass unser Gott einer ist, der den Weg nach unten mit uns hinabsteigt. In die Realität, wie sie gerade ist. Gott sitzt nicht irgendwo in irgendeinem Turm in der Ferne und schaut unbeteiligt zu. In der Passionszeit zeigt mir Jesus so deutlich, wie sehr Gott unsere Leidenswege mitgeht, wie er uns begleitet und wie er es auch schafft, uns durch all diesen Mist durchzutragen. Wir haben hier im Haller Kirchturm drei Glocken mit dem Namen Glaube, Hoffnung und Liebe. Und jedes Mal, wenn sie läuten, wollen sie auch etwas in uns zum Klingen bringen. Nämlich, dass unser Glaube uns Kraft, Mut und Gottvertrauen schenkt. Dass wir unsere Hoffnung auf Gottes Wirken und auf bessere Zeiten nicht aufgeben. Und dass die Liebe immer die bessere Wahl ist. Also, was ist das, was bleibt? Angst, Sorge, ein Virus oder gar der Tod? Es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. In diesem Sinne, bleibt behütet. Ich gehe jetzt wieder runter. Kommt ihr mit?